Nein. Das war's. Oh Gott. Ey, oh, bitte nein. Es begann die Zeit der Selbstzweifel, ausgelacht von den Massen, beunruhigt. Traurig waren alle. Man wusste nicht mehr, musste man dem Ernst der Lage ins Auge blicken oder einfach weiterkämpfen, aufgeben oder doch weitermachen. Ich wusste es nicht. Ja, nö, herzlich willkommen zu Road to Zigzag, das ist der dritte Part. Und heute, Freunde, heute ist der Tag gekommen, an dem wir es einfach schaffen müssen. Die erste Challenge überhaupt zu schaffen, und zwar die Konstanz-Challenge. Wir spielen drei Quick-Survival-Games-Runden hintereinander und müssen alle hintereinander gewinnen. Ja, in den letzten beiden Parts habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, aber heute, Freunde, heute ist der Tag gekommen. Ich habe es einfach so im Urin. Das ist auch dann mein letzter Try, wenn ich es jetzt nach dreimal nicht hinkriege. Dann lasse ich es auch bleiben. Einfach, um euch das dann noch weiterhin zu ersparen. Weil es ist ja dann auf Dauer auch ein bisschen krass langweilig. Boah, scheiße, ich bin ein bisschen noch verplant in meinem Kopf. Ich krieg gar nicht mit, was ich jetzt so für Rüstungszeug habe und alles. Das ist dann immer eklig. Ist immer so, wenn ich nicht eingespielt bin. Aber Hijacked ist eine coole Map, finde ich. Also, ist auch meine Lieblings-Rage-Mode-Map. Aber ich spiele nicht so viel Rage-Mode. Juckt dich nicht, dass ich hier eigentlich bin, ne? Warum auch? Wieder so ein Bow-Typ. Alter, was der tankt. Er ist sowas von nur noch ein Hit, ne? Tja, wenn Meister Matze hier nicht ran will, dann... ich halt einen anderen. So, Rüstung ist komplett. Okay, es lebt nur noch der Typ. Ist es der, der weggelaufen ist? Nee, ne? Und dass er jetzt kein Goldapfel oder so ekliges Zeug hat. Ah, weil das ist scheiße. Danke. Danke. Sehr nett von dir. Okay, hat nur ein Holzschwert. Oh Mann, dass er genau darüber fliegt. Mann, dieses Bow-Zeug geht mir langsam so auf den Sack. Ich habe zum Beispiel auch am Sonntag bei hier Tims, also MC Expert, sein Turnier damit gemacht. Da war wieder so ein Bogen mit 24 Pfeilen dabei. Ey, Freunde, das war... Also ich habe dann nach 5. Runde so verkackt mit dem Bogen. Das wäre mir lieber gewesen, wäre es ein bisschen mehr auf dem Schwert so, aber... Ja, es gehört auch dazu, also ich muss das echt noch ein bisschen... Naja, es... Weiß nicht, also ich... Musste einfach noch ein bisschen... Üben. Naja, gut, wir spielen jetzt die nächsten beiden. Hoffentlich haben wir nochmal so viel Glück. Jetzt achte ich auch mal ein bisschen auf die Maps. Castle ist jetzt nicht so geil. An sich ist ja jede irgendwie gut, aber... Naja, ich sehe den Namen immer
Man weiß nicht mal, welche Map das eigentlich genau ist. Also sowas wie Hijacked und so, das erkenne ich. Aber jetzt zum Beispiel die hier. Ja gut, die ist okay. Warte mal, wo sind Kisten? Da hinten ist eine. Gut, dann gehe ich da erstmal zuerst hin. Wow. Ganz ruhig. Ja, so das Kistenglück, was wir sonst nicht hatten, scheint jetzt auf einmal sowas von krass zu sein. Soll mich mal überhaupt nicht stören, ne? Weil ich meine, wir haben jetzt schon die volle Rüstung. Und ein Steinschwert. Also sogar überhaupt ein Schwert. Das war auch noch nicht so oft der Fall. Ich habe übrigens meine Maus noch nicht neu bestellt. Ich habe es ja schon 1000 Mal gesagt, ne? Alter, was sind das für Kisten? Dass ich mir die Fireglider jetzt nochmal neu bestellen wollte, blablabla, habe ich immer noch nicht gemacht, eine Woche später. Weil ich, ja, weiß auch nicht, warum mache ich es eigentlich nicht. Ich glaube, ich mache es heute mal. Gleich nach der Aufnahme, direkt Amazon. Oder ich habe echt gar kein Futter, fällt mir mal so auf, ne? Lol. Das war Abstauben in höchster Form. Wenn ich das mal so sagen darf, dürfte. Haben das Leben relativ viele noch? 8 Leute oder so? Also 6 Gegner? 7? Ne, 6 Gegner. Ui. Da hat einer auf mich gewartet. Der goldene Äpfel. Äpfel. Das ist dieses Scheißzeug, Alter. Ich hasse das, ne? Komm einmal mit dem Schwert zu mir. Der Zickzack sitzt. Okay. Ich hab dich nicht gesehen. Hast dich gut versteckt. Ja, also, ich weiß, so Stuff wegbrennen oder weg TNT-Dings da, Bums da, ist vielleicht manchmal echt ein bisschen unnötig. Aber ich finde, bei so einer Dia-Chestplate oder bei stärkeren Schwertern ist das halt schon wichtig. Ja, okay, Matze, ich bin 2 Meter hinter dir, oder? Sparen wir mal lieber die Pfeile nicht, dass vielleicht so eine Bowspammer-Map ist. Ja, geh mal auf ihn bitte, weil er steht in der Mitte, das ist mega awkward für ihn. Hi. Er ist auch auf Gold dafür. Was für fair. Oh, wir hatten sogar die gleiche Rüstung, gleichen Stuff, aber egal. So, GG. Ja, ich hatte an. Ich hatte richtig an. So, Freunde, jetzt sind wir wieder in einer Situation, die wir mittlerweile schon sehr gut kennen. Und zwar haben wir 2 hintereinander gewonnen. Ach, okay, oh yes. Ja, genau. Sind wir in einer Situation, die wir jetzt sehr gut kennen mittlerweile schon. Dass wir 2 hintereinander gewonnen haben, aber jetzt die 3. Ja, ich bin schon gar nicht mehr irgendwie. Ich sag gar nichts mehr. Also ich
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich überlege, was wir jetzt spielen. Ich glaube, ich spiele nochmal Cove. Oh, das waren jetzt Full Premium, ne? Hä, wir haben gar nicht Cove davor gespielt, aber wir haben einen geilen Spot. Ich glaube, Cove war letztes Mal auch die Map, wo wir verkackt haben. Boah, in der First Chest bin ich so low im Looten. Also so langsam. Scheiß mal drauf. Ich spiel's jetzt einfach sicher runter, okay? Ich spiel's jetzt einfach nur sicher runter. Meine Rüstung reicht theoretisch schon fürs Deathmatch. Ja, das will ich mehr. Höchstens Eisen, nur wegen Swag, aber... Steinschwerter habe ich, hab Futter. Na gut, ich hätte ganz gerne einen Bogen, ne? Der wäre halt schon richtig nice. Ich glaube, den hole ich mir einfach mal da ab. Hatte der keinen mehr? Boah, seine Angel, das war so ein richtiger Angeltyp. Okay, nice, wir haben jetzt auch den Bogen. Alter, ich kann es gerade überhaupt nicht so richtig believen. Ihr merkt auch, dass ich meine... Also die ganze Zeit war ich irgendwie... Ich war gar nicht mehr so motiviert wie in den letzten beiden Parts, weil... Es ist halt schon richtig eklig, Mann, was in den letzten Parts passiert ist. Und deswegen, ja, tut mir ein bisschen leid, dass ich jetzt so ruhiger war. Aber... Hä, okay, der war nicht, oder? Okay. Der Bow-Profi. Alter. Geil, der Apfel, der ist jetzt richtig wichtig. Oh mein Gott. Ja, ich hasse sowas auch, aber... Da musst du zickzack laufen. Dann kommst du da auch wieder raus. Okay. Guck mal, wie das gar nicht bei mir rendert, ne? Oh mein Gott, das ist... Nein. Es ist... Nein. Nein. Ist der Tag jetzt wirklich gekommen? Oh Mann. Okay, ich sehe dich nicht. Muss ein bisschen mehr abnehmen. Dann sehe ich dich nicht mehr. Alter, wie kein Pfeil sitzen. Vor allem, die rennen ja beide weg. So, wieder so ein Typ, der sich der Sneaky hinterm Baum versteckt.
Alter. Ich sag grad so hart auf Bo. Ach, danke. Freunde, wisst ihr, was gerade passiert ist?